England gegen Italien heißt es im vierten Viertelfinale. Und letzten natürlich. Und ja, damit sagen wir, ohne große Umschweife rasten wir aus. Ja, finde ich gut. Doch, doch. Ja, geh schon jetzt. Ja, England, deine Meinung zu England. Ja, England hat geile Tore geschossen in dieser EM. Ja, gut, doch, ja. Ja, komm, also es gab überhaupt nur kein, ja, wenig Kracher. Und die von England waren ganz okay. Ich muss sagen, dass bei England jetzt auch nicht unbedingt das. Ja, also wie gesagt, wirklich überragend war eigentlich keiner. Ne? Also. Alter! Doch, Pippo in dem Let's Play. Der war überragend. Ja. Das ist einfach nur Glück, Torhüter, steuerst du doch gar nicht. Mhm. Hey. Tactical Goalkeeping. Mhm. Glaube ich auch. Verpiss die Schiedsrichter. Was macht. Ja, England und Italien sind. Ich glaube, es ist das Topspiel schlechthin. Es ist das Topspiel schlechthin. Und zwar wisst ihr auch warum. Denn das sind die einzigen beiden Teams mit 7 Punkten. Also sind es auch gleichzeitig die ersten beiden Teams, die nie verloren haben. Ja, bis auf Deutschland, ne? Ja, natürlich. Deutschland hat ja alles gewonnen. Das wissen wir schon, weil das haben wir schon vorgestern. Ich meine, ja, die Gruppe. Ich meine, in der Gruppenphase, die Deutschen haben natürlich alles gewonnen, aber ich meine, das sind die einzigen beiden Top-Teams, mal abgesehen von Deutschland, die kein Spiel verloren haben bisher. Ja, jetzt verstehe ich. Und. Ja, gut, Italien hat ja. Ja, halt Spanien hat ja auch nicht verloren. Das, ach, Schwan. Warte mal. Spanien und England. Italien hat kein Spiel verloren, aber hat. Zweimal unentschieden gespielt, so war das. Entschuldigung, ich habe das jetzt mit Spanien verwechselt. Spanien hat. Ja, genau, das hat mich nämlich irritiert. Ja, genau. Also es gibt drei Teams, das sind halt Spanien, England und Italien. So. Kein Abseits. Das kann nicht wahr sein. Und das ist 1:0 durch Wayne Rooney mit seiner neuen Frisur. Die man hier jetzt leider nicht mehr. Oh. Ja. Ja, kuschelt halt! Ja, Halbfinale winkt. So wie er hier. Ja, ist Chiellini oder was? Nee. Ja, komm, was drückst du denn hier? Ja, was Scheiß? Drückst du für Lappen? Scheiß, ganz ehrlich. Lass dich aus. Ja, Italien war aber auch absolut nicht überragend bei dieser EM. Hat meines Erachtens sogar recht schwach gespielt. Gegen Spanien ging es noch. Warum stehst du eigentlich nie im Abseits? Oh! ja. Weil es alles Weltklasse Leute sind und die wissen halt, wo es abseits ist und wo es aufhört. England dagegen war natürlich schon etwas souveräner, wobei natürlich jetzt auch Teams wie Irland, Schweden. Schweden mit 3-2. Das war ein, naja, wenigstens mal war es ein aufregendes Spiel. Oh, was kam er denn? Warum hat er mich geköpft? Aber waren halt jetzt auch nicht die mördermäßigen Gegner, sag ich jetzt mal. Also England hatte halt jetzt kein Spanien und. England hatte jetzt kein Spanien. Ja, ja. Ja, ist doch korrekt! Ja! Das geht mir etwas. Ja, suboptimal. Warum spiele ich immer nur hier? Das wichtig ist, dass das hier heute eine mördermäßig geile Partie wird. Meine Fresse! Und es wäre nun mal. Steht sich schon 2-0 für dich? Nee, ich hab ihn nicht. Ah, das ist nicht gut. Finde ich gut. Chill, Alter! Ich hab ihn nicht mal rausgeholt. Chill, Alter! A, Doppel-L-D-A. Doppel-A. A. Und A. Ja, genau! Ja. Aus! Ey, die Flaggen sind bei FIFA 12 echt für den Arsch. Wie gesagt. Ja, spürst du schon. Von dir, dem Schuss oder was? Okay, ausnahmsweise mal, ausnahmsweise geht. Oh, nix gibt's. Ganz hart. Ganz ein harter. Ja, aber jetzt kommt deine Meinung bisher zu England, Italien. Zu diesem Spiel meinst du? Ja, ja, finde ich doch. Überhaupt. Ja gut, kann ich mir noch über Gerard aufregen. Dass er Oxlade seine Chance geklaut hat.
Weil Oxlade-Chamberlain ist ein sehr guter Mann, talentiert. Ja. Ich hätte gedacht, dass Ukraine halt so fast auftrumpfen kann gegen England im letzten Spiel. Schweden hat durch Ibrahimovic und Larsson Frankreich besiegt. Hat mir nichts geholfen, ne? Leider. Hätte ich auch, hätte Ukraine dann noch das eine Tor geschossen, weil sie Chancen gibt. Ja, ohne Ende. Aber also ganz Abwehr war ja offen ohne Ende. Ist das... Dann wäre sogar Schweden, weil er dann weitergehen. Oh was? Ja, Mann! Ey, Alter. Weltklasse. Also nicht die Grätsche, sondern die Torwartleistung. Mach halt. Ja, probieren wir mal was anderes. Warum steht der da? Warum fällt der hin? Noch ein besseres Kurzballspiel oder was? Wieso Vorteil? Ja, faul nicht halt. Ich hätte nicht. Wieso gemacht. Fällt der hin, wenn du mich gefault hast? Wieso nein. Faul? Das glaube ich nicht. Bei Italien gegen England ist das ein Spiel, wo zwei Spielkulturen aufeinandertreffen. Die Engländer sind ja aus ihrer Heimat gewohnt, dieses ja, eher härtere, die Härte gegangen hat. Ja, kann man was auf. Oh, jetzt trumpft er auf, ey. Jetzt trumpft er auf, bei unterlegt. Spielt zurück und dann hat er Platz! Aber er trifft einfach nicht, ey, kein Mensch! Das kann nicht wahr sein. Eure Meinung ist gefragt, was haltet ihr denn von der heutigen Viertelfinalbegegnung? Wer kommt weiter? England? Was? Was ist das denn? Ja! Ja? England mit Gerard oder? Schon wieder, ey! Ich krieg's Kotzen, ey! Oder Italien! War zur Zeit. Daumen hoch für den fast für den Lappenknaller. Du willst für alles einen Daumen hoch, ey. Ja, ich bin Daumen gleich. Goalkeeper das natürlich. In dem Match echt kacke. Lappenhaft. Ja. Hallo. Kein Wunder, wenn er die alle Bälle so hält. Pokebälle. Oh Mann, ey. Ja, die Pokebälle. Können wir jetzt, kann mal einer gar. Alter! Ja, Geld. So, was macht er eigentlich an der Seite? Wie geht's deinem Knie? Bekloppt, ey. Verletzt oder was? Balotelli hat Geld, wofür denn? Ja, du bist halt so... Das ist gut sein. Wen habe ich jetzt? Walker auf rechts und Parker auf links. Und wer kommt jetzt links rein? Johnson mal. Und... Ja, warte ruhig, ich habe Zeit. Und Richards für rechts hinten, ne? Fertig. Alle Zeit der Welt. Raus! Alter, drei Mann, ey. Weil es niemals ein paar Höchstadt sind, sondern immer hintereinander. Ja. Ab durch die Mitte. Ja, das war auch mein Fehler bei Frankreich. Ich habe noch ein Tor verspielen, ne? Ja, hast du es noch im Rasen gespielt? Nee. Können wir jetzt bitte endlich mal ein Tor schießen? Dankeschön. Glück gehabt. So lange ist er auch gerutscht. Oh, mit Balotelli ist mein Tor-Comeback. Seit? Mal abgesehen von Deutschland, wo ich das einzige Tor gemacht habe. Naja, muss man auch mal sagen. Seit langem. Kann man aber auch dazu sagen. Für alle, die uns schon länger verfolgen. Hallo! Fair von Balotelli. Nein, du gewinnst das jetzt nicht. Wunni! Zum Abschluss des Viertelfinals bringen wir nochmal eine Überraschung. So ein Bandana. Danke. Ja, hier ist es schon mal besser. Standen auch richtig viele Leute da. Ja, trotzdem. Ja! Alter. Ich hab so Angst, ne? Das geht! Das ist nicht!
Jetzt weiß man, wie es mir geht. Ich glaube, der Ball war eigentlich normalerweise gerade im Aus. Was? Weißt du, mir passiert das 28 Mal und... Bei dir ist aber wurscht! Mhm. Ich glaube, ich habe einen Spieler verletzt. Oh. Steh auf! Herrlich auf Johnson und der hat noch Luft. Ah. Was nimmt er? England. Ah, komm. So unverdient! Mir gefällt's. Scheiße. Und Verlängerung Nummer 3 in diesem Spiel. Das ist echt zu fassen. Nicht zu fassen. Echt zu fassen. Echt zu fassen. Das kann doch nicht einmal wieder schießen. 71, 77, 50, 50. Läuft. Oh Mann, ey. Geht's weiter. Mann, mir gehört der Sieg, ey. Der Pfostenschuss war das Unnötigste bisher überhaupt. Das war einfach ein Siegtreffer, ja! Ja, ist klar. Und jetzt läuft Balotelli. Umsonst. Nein. Umsonst läuft er leider nicht, weil er verdient einige Millionen im Jahr. Ja, finde ich. Was lachst du denn da so blöd? Ich hab mich gerade an den Postenschuss erinnert. Hat er? Dezent lachen müssen? Ja, denke ich mir. Dezent kotzen müssen. Ab durch die Mitte! Ja! Nein! Ball gewinnt durch Walker! Nein! Walker durch schneller! Nein! Walker schneller und schießt! Ah, bevorne! Nein! Nein, sagt er hier. Nein, das gibt's nicht, hab ich gesagt. So. Ja, Terry! Ich hab noch gar nicht gespielt, Mann. Hä? Du kannst das Ding runtergemacht, hab noch gar nicht gespielt. Ja, also pausieren müssen. Sie verarschen? Ich hab den Controller noch nicht in der Hand gehabt. Ja, kann ich das sehen? Ja? Warum spielst du einfach in der Ecke, wenn ich hier gerade rummusch? Hier auf dem Spielfeld und er guckt nach draußen, wartet das Wetter oder was? Ich sag für ein besseres Bild für unsere Abonnenten und du machst ein Tor. Ja, genau. Was mach ich jetzt? Ich nehm dich geh nach Hause. Mit. Ja, schön. Damit ich hier in Ruhe Tennis spielen kann. Meine Fresse, ey, das ist doch sowas von unfair. Ich meine, dann würdest du gewinnen. Was? Wie sah aus? Ja, bei meinen Abschlussskills. Ich habe heute ein Tor gemacht, Mann. Mann, Junge. Hallo? Was? Ja, der war dezent im Arsch. Dann können wir jetzt mal hier bitte. Hallo, faul. Quatsch, Wilshire ist ein Gott zum Ball. Jo. Das gibt's doch nicht. Also. Ja, genau. Wieder, wenn ich einen Angriff habe. Abklatschen schon, voll Halbzeit. Verlängerung. Ja, mach doch mit Balotelli ganz ruhig aufs Tor zu laufen. Nicht so. Ruhe jetzt. Da wollen deine Spieler wohl nicht. Da war ich ganz selber und Rooney ist wieder durch. Ja, grätsch mich ruhig um. Kein Ding, ist mir wurscht. Mir auch. Bin eh schon geworden. Daumen hoch für das Gesicht. Ja, alle verletzt hier so. Geht da mal in der Mitte! Oh, ist das unfassbar, ich hab einfach keine. Der Innenverteidiger wäre mitgegangen, aber. Schick ihn ruhig. Ja? Mach ja auch. Warum machst du denn jetzt den Trickse? Jetzt habe ich Zeit und Geld.
Letzte Chance für Wolf. Oh. Alter! Geklärt. Souverän. Skills. Girard, göttlich, durch. England gewinnt. Ja. Und es steht jetzt, warte, 3, 2, 2. Nichts gibt's. Was habe ich jetzt? Muss man die Strichliste suchen. Scheiße Strichliste! Jetzt alle gesehen, dass es so unfair war. Ich habe auch, guckt nach, ich habe da hingeguckt, Mann. Ich habe da oben hingeguckt und er hat das Tor gemacht. Ich habe gar nicht gesehen, dass du geschossen hast, ich habe gesehen, dass du geköpft hast. Du hast gesehen, dass das System in der Ecke war. Ich habe sie ausgeführt. In dem Moment schaust du aus dem Fenster. Nein! Was ist das war doch Zwischensequenz. Ich kann doch auch nicht sagen, ja, tut mir leid, ich muss mal kurz aufs Klo oder was? Ja, dann macht eine Pause. Ja, tut mir leid, meine Freundin ist schwanger. Was ist denn das für eine Ausrede? Ja, egal. Das war England gegen Italien. Dein Tipp für heute Abend? Italien. Echt? Ja, so konsequent. Bis auf Balotelli nun wieder, aber... Ich weiß nicht, ich kann es halt echt nicht sagen. Aber es ist sehr... Es ist ausgeglichen zu Spiel eigentlich, denke ich. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir mal gegen England spielen würden. Hatten wir auch noch nie. Ja, aber gegen Italien könnten wir uns natürlich auch wieder rächen, ne? Ja, ja. Aber auch wieder so eine Niederlage. Und auch eine Niederlage. Letztendlich ist es mir scheißegal, wer von den beiden weiterkommt. Ich glaube, es wird Italien. Und jetzt seid ihr gefragt. Schreibt es unten in die Kommentare. Und wir sehen uns in ein paar Tagen zum Halbfinale der UEFA Euro 2012 wieder. Haut rein.